Um uns den Begriff TQM zu erschließen, haben wir eine Visualisierung und wir nehmen die drei Worte. Schauen Sie, Total, etwas weiter unten steht Quality und etwas weiter unten steht Management. TQM, Total Quality Management. Und oben dieses Bildchen, ist jetzt alles auf der Videoaufnahme, oben dieses Bildchen wird auch nicht rausgeschnitten. Oben dieses Bildchen zeigt, dass Qualität im Kopf beginnt und dann alle Bereiche betrifft. Qualität ist also zunächst einmal eine Einstellungssache und Einstellungsfrage und hat dann Auswirkungen sowohl intern wie extern auf die Produkte, auf die Mitarbeiter, auf die Arbeitsprozesse, auf die Lieferanten, auf alles. Und damit sind wir bei dem Begriff Total. Der Begriff Total oder das Wort Total ist ein gefährliches Wort. Ja, Total ist ein gefährliches Wort. Man spricht auch politisch von totalitären Regimen. Und totalitäre Regime erfassen den Menschen mit Haut und Haaren, mit allem. Das ist also totale Überwachung, totale Kontrolle, totale Beeinflussung. Das Wort Total ist gefährlich. Ja, politisch ist das Wort Total sehr gefährlich. Das ist George Orwell, das ist 1984. Ja, überwacht, Beeinflussung, Propaganda an jeder Stelle. Wo immer man ist, wird man durch Lautsprecher berieselt und muss sich irgendwelche Propagandaphrasen reinziehen. Das ist Total. Wenn wir das übertragen auf Quality und Management, heißt es alle Unternehmensbereiche und alle Mitarbeiter. Total heißt unter dem Bild alle Unternehmensbereiche, schauen Sie auf das Bild, ja, alle Unternehmensbereiche sogar bis zu den Lieferantenbeziehungen und alle Mitarbeiter, man könnte sogar sagen alle Menschen, die in irgendeiner Weise hier involviert sind, sind hier einbezogen. Das verlässt sogar die Grenzen des Unternehmens und hat natürlich sehr viel auch zu tun mit Lieferantenbeziehungen. Wenn die Lieferanten schlechte Qualität anliefern, dann können wir das, dann müssen wir damit leben. Ja? Und dann können wir nicht gute Qualität machen, wenn schon die Qualität der Vorprodukte schlecht ist. Also auch hier sehr umfassend. Total bedeutet, du kommst auch drin vor. Da gibt es ein Buch von Hans-Dieter Hüsch, du kommst auch drin vor. Wenn also im Unternehmen der Begriff Total Quality Management kommt, dann ist ja die erste Frage, die Mitarbeiter immer stellen, betrifft mich das? Muss ich was ändern jetzt hier? Oder kann ich so weitermachen wie bisher? Ja, aus irgendwelchen komischen Gründen wollen Menschen immer so weitermachen wie bisher. Die wollen nicht aus ihrer Komfortzone raus. Ja, typisches menschliches Verhalten. Bloß kein Ärger, bloß kein Durcheinander. Bloß nicht was anders machen. Antwort, du kommst auch drin vor. Wenn es im Unternehmen heißt Total Quality Management, dann hat das mit dir zu tun. Ja, aber ich bin doch nur die Putzfrau. Ja, das hat mit dir zu tun. Alle Hierarchien, alles, jeder, alles und jeder wird erfasst von Total Quality Management. Nächster Punkt, was ist Quality? Qualität wird von der Zielgruppe definiert. Für uns keine neue Erkenntnis, das wissen wir schon. Das heißt, Total heißt dann vor allem auch die Einbeziehung der Kunden. Jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Vorhin haben wir gesagt, alle Mitarbeiter, dann haben wir gesagt, alle Lieferanten und jetzt bedeutet das alle Kunden. Denn Qualität wird vom Kunden definiert. Wenn ich Qualität produziere, die ich für gute Qualität halte und der Kunde versteht es nicht, akzeptiert es nicht oder will etwas anderes, dann mache ich kein richtiges Total Quality Management. Der Kunde ist der Richter. Und Management heißt, das Management muss Qualität vorleben und umsetzen. Qualitätsmanagement ist Führungsaufgabe. Punkt. Ja, Qualitätsmanagement ist eine Führungsaufgabe
die bei der Führung anfängt. Qualität kann man nicht top-down anordnen. So, wissen Sie, ab morgen machen wir Total Quality Management. Ich habe das gerade in der Fachzeitschrift gelesen, ist in unserer Branche jetzt sehr modern. Ab morgen machen Sie bitte mal Total Quality Management. Ich ändere bei mir überhaupt nichts. Ich bin ja der Chef. Ja, ich bleibe in meiner Komfortzone. So geht das nicht. Qualität fängt oben an. Starten, gehen vor die Hunde von oben nach unten. Wenn die Führung nichts taugt, geht ein Start vor die Hunde. Wenn die Führung im Unternehmen nichts taugt, geht das Unternehmen vor die Hunde. Das heißt, wenn wir Qualität wollen, dann fängt das oben an. Bei der Führung. Das sind die allerersten, die was ändern müssen. Die allerersten, die das vorleben müssen. Menschen lernen auch vor allem durch Imitation. Und wenn die sehen, der sagt das, macht aber was ganz anderes, dann können wir kein Total Quality Management umsetzen. Ja, Total Quality Management ist eine Führung. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.